Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Jiri. Happy New Year an erster Stelle und ja, ich wollte mich einfach bei euch melden und meine 5 Cents abgeben zu den aktuellen Kontroversen, die es gibt um die Silvesterkrawalle, wie sie auch genannt werden. Ihr habt schon meinen Tweet gesehen vorhin, ich wollte einfach nur loswerden. Ich finde es sehr, sehr krass und traurig, dass von Parteien, die sich als christlich und sozial bezeichnen, quasi die Herkunft der Menschen genutzt wird, um sich rechte Wählerstimmen irgendwie aus dem rechten Spektrum abzuzwacken, weil man selber in der Opposition sitzt und nicht mehr in der Regierung und man sich keine anderen Mittel mehr bedienen weiß. Am Ende des Tages spielt die Herkunft der Leute, die diese Krawalle gemacht haben, keine große Rolle, weil sie auch nicht repräsentativ stehen für alle Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Migrationsbiografie. Es ist eigentlich eher immer wieder ein rechtes Narrativ, was benutzt wird, um ein Feindbild zu schaffen. Und es ist halt einfach traurig. Ja, volle Kanne. Die Herkunft sagt gar nichts darüber aus, was für einen Charakter du hast. Das Verhalten sagt darüber aus, wie du aufgewachsen bist und unter welchen Umständen. Und das ist eigentlich eher bezeichnend dafür, welchen Kampf diese jungen Leute zu führen haben, weil vor allem diese Ablehnung der Staatsgewalt oder überhaupt des Staates an sich eher darauf zurückzuführen ist, dass diese Menschen eine Migrationsbiografie haben und aufgrund dieser strukturelle Unterdrückung erfahren seitens des Staates in verschiedensten Formen. Sei es strukturell in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, auf dem Wohnungsmarkt, im Gesundheitswesen oder eben bei der Interaktion oder mit der Interaktion von Leuten, die für den Staat arbeiten, wie zum Beispiel der Polizei. Ja? Ich kenne sehr viele gute Polizisten, aber auch genauso viele Arschlöcher, die keinerlei Ahnung haben von der Lebensrealität eines Menschen, der nicht weiß ist oder eben zu nicht eben reich ist oder zur oberen Klasse gehört und die da wenigstens Sensibilität haben, sei es kulturell oder auch menschlich. Und all diese Erfahrungen, die stauen sich halt in Form von Frust auf. Und was es braucht, um diesen Menschen zu helfen, ist eben mehr Angebote da anzusetzen, wo sie strukturell benachteiligt sind, wo sie Repression erfahren, um eben in ihnen auch wieder dieses Vertrauen in einen Staat oder in Menschen, die für den Staat arbeiten, zu wecken und sie halt von irgendwelchen Bullshit-Aktionen dann auch abzubringen. Ja? Das braucht es und nicht irgendwie migrantische Gewalt als Slogan, der dann geteilt wird von irgendwelchen rechten Parteien. Also das ist krass, ich finde das sehr krass. So viel dazu, das war meine 5 Cent. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Video. Bye bye.